Hallo, guten Morgen oder guten Tag, es ist schon etwas später. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Chaos-Vlog von mir. Warte, wir hatten hier bei Action so einen Duftbaum geholt. Ich mach den mal eben ab, so, damit ihr besser freie Sicht habt. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Nach 7 Wochen geht's los. Also es geht nicht los, nicht wirklich. Das Nagelstudio ist weiterhin geschlossen. Aber der E-Zigarettenladen ist ja geöffnet und Bernd braucht etwas Hilfe heute und deswegen darf ich heute arbeiten. Smurfy ist mit an Bord. Der freut sich, dass er dann da mal spazieren gehen kann. Ich habe sogar mein Körbchen voll hier. Ich zeige euch das mal, alles, was ich immer so mitnehme. Chaos drin. Erstmal habe ich die Decke mitgenommen. Die ist vom Kick. Die muss ich umtauschen. Und hier ist Mittagessen. Das sieht voll eklig aus. Das ist so eine Erdnusspfanne. Die ist eigentlich ganz lecker. Eine Einkaufsliste, weil ich einkaufen muss. Kann ich euch ja zeigen, was wir so brauchen. Also das hier ist so vom Discounter und das ist von entweder Rewe oder Edeka oder so. Weintrauben, einmal Shake für Bernd, einmal Shake für mich und noch kleine Wasserflaschen, die wir hier zu Hause nicht trinken, die nehme ich mit zum Laden. Und ich muss das Auto unbedingt sauber machen. Das sieht so ekelhaft aus. Und auf der Arbeit haben wir ja diesen Staubsauger, der so mit Akku ist. Deswegen werde ich nachher das Auto sauber machen. Wundert euch nicht, dass ich die dicke Jacke anhabe. Ich friere seit Tagen so dermaßen. Das ist schon nicht mehr schön. Und deswegen habe ich einfach die dicke Jacke angezogen, obwohl wir tatsächlich 12 Grad haben. Ich bin angekommen und ich musste aber noch mal zurück nach Hause, weil ich das Wandelröschen vergessen habe, was wir neu gekauft haben. Denn das am Laden hier ist leider eingegangen. Ja, gut, dass ich das Auto noch aussaugen möchte, denn jetzt sind diese ganzen Fussels hier. Da seht ihr, überall verteilt im Auto. So, dann bringe ich das erstmal rein. Dann hole ich den Rest. Wir auch dran stehen, nur eine Person. Und open. Hallo. 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 Bist du alleine? Ja. Darf ich eintreten? Zweitreten auch. Ich habe das Wandelröschen mitgebracht. Ich muss mal eben noch mal zum Auto das Tier holen. Und meine ganzen Sachen. Mein Stativ. Aber die Decke bleibt hier, weil ich fahre nachher eben nach Kick und tausche die um. Und du kommst jetzt auch mit rein? Guck mal, wie das aussieht. Ist das nicht ekelig mit den ganzen Haaren? Das ist real life. Aber wir gehen jetzt erstmal tighter, ne? Smurfy? Tighter? Oh. Nicht wundern, sein Auge ist nicht entzündet oder so, das ist einfach so. Wir waren schon beim Tierarzt damals, das ist immer so, das ist nicht entzündet. So. Hallo. Ach, du bist da. In meinem Nagelstudio. Umfunktioniert. Ins Büro. Wo ist das Tier? Im Auto, der wartet, dass ich mit ihm spazieren gehe. Boah, wie es hier aussieht, das ist doch kein Nagelstudio mehr. Das ist ja jetzt hier. Du erwartest mich, glaube ich, nicht mehr zurück. Warum? Nur weil der PC da steht. Ja, Kaffee, Ketchup. Mundschutz. Mundschutz. Ja, alles zum Überleben. Hm. Was meiner? Ja, dein Shake, genau. Meiner auch. Können wir erstmal shaken. Und das Murphy, dann gehe ich jetzt mit dem eben hier im Park spazieren. Ja, sorry. Ich habe zu Hause noch ein Video geschnitten und dann hatte ich keine Lust mehr. Warum? Weil das so unheimlich anstrengend war. Ich habe den Verdampfer hier mitgebracht, den TV8. Ja, und den Draht, den du gestern besucht hast, ich glaube, der ist in meinem Körbchen hier. 3 Rollen. Hm? 3 Rollen Draht habe ich hier. Ja, aber hier sind 3 Rollen. Ich lese den hier auf der Theke. Das.
zwei, drei Rollen Draht. Und hier ist noch der Epro Ezigdi ja. Nano. Wir werden alle getrocknet jetzt. Wer? Die Körner. Das sind halt hier Bohnen. Ja. Und dann die Zuckererbsen. Aus Versehen über Nacht im Regen stehen gelassen. Muss getrocknet werden. Gut, ich gehe jetzt erst mit dem Hund, okay? Ja. Ich habe auch zwei Steine mitgenommen. Ich habe euch von meinem Hobby erzählt, dass ich jetzt gerne Steine anmale. Das ist einmal eine Erdbeere, soll das sein, und ein Schwein, wo drauf steht, ich bin toll, weil wir haben uns so kaputt gelacht, Calvino und ich, weil das so hässlich ist, das Schwein. Und nicht so als Schwein erkennbar ist. Deswegen habe ich auf einem drauf geschrieben, ich bin toll, und auf dem anderen, ich bin hübsch. Und die möchte ich jetzt hier im Park verteilen. Denn hier habe ich noch nie welche ausgelegt. Und ich werde mal suchen, ob ich hier welche von anderen finde. Na, geh mal hopp. Hier, such. Ich spring noch mal rein. Da ist mal viel Lauf. Lauf, lauf. Lauf. Ganz tiefes Gras. Hüpf, lass! Zeig mal, wie süß du bist. Komm, Smurfy! Ja, feiner! Komm, fein! Smurfy! Hui! Fein! Komm! Oh. Schade, da wird man ihn gerne freilaufen lassen. Hui, hui, hui. Aber hier ist auch direkt die Straße. Die hört ihr bestimmt. Komm, Smurfy. Komm, wir gehen weiter. Na, zack. Komm. Ich wollte euch noch den Gewinner mitteilen, denn ich hatte in einem meiner letzten Videos, ich weiß gar nicht mehr welches es war, ein Lied vorgesungen, in Anführungsstrichen, und habe gefragt, wer weiß, wie das Lied heißt und wer das Lied singt. Und unter den richtigen Antworten wollte ich einen so einen gemalten Stein verlosen. Und die Gewinnerin ist Sabine P. Wenn du dieses Video siehst, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Ich habe meine E-Mail-Adresse in die Infobox geschrieben und dann schicke ich dir einen Stein zu. Ich habe schon einen für dich gemalt. Ich werde es aber auch nochmal unter deinem Kommentar schreiben und ja, hoffe, du bekommst die Nachricht. Die Einkaufsliste. Hast du die vielleicht schon in eine Tasche gesteckt? Hier, unterm Handy. Tada, Einkaufsliste. Ja, nicht, nur die Augen bewegen, haben sich bewegt, da wo ich hingehe. Ja. Da, jetzt ist er wach. Toll. Du gehst jetzt und ich habe das irre Tier hier. Was zu lieber? Nein. Das irre Tier und die Kunden. Er macht das schon. Bis gleich. Bis gleich, viel Spaß. Lass schön den Mundschutz auf. Nimm dir Tüten mit. Das ist die Decke, die muss ich waschen. Ja, tschüss. Tschüss. Nämlich das Auto sauber gemacht und diese schwarze Decke, die so voll mit Haaren war, die habe ich jetzt neben das Auto gelegt. Und ja, muss sie mit reinnehmen und waschen. Habe eine andere Decke da dran gemacht und jetzt muss der Sauger laden. Das war so dreckig, das Auto, dass ich das nicht mit einer Ladung fertig bekommen habe. Ja. Bernd geht jetzt eben einkaufen. Ich warte hier, also im Wocheneinkauf. Wir machen ja immer sonntags die Liste. Heute ist Montag. Also was wir alles essen und was wir alles brauchen für die ganze Woche. Den Großeinkauf, das macht der Bernd jetzt. Und ich passe hier auf. Und in der Zeit kann der Sauger wieder laden, dass er gleich fertig ist, dass ich das Auto weiter saugen kann. Bist du verzweifelt? So müde und wurdest geweckt? Hm. Er beobachtet Herrchen. Na, du noch, ja? Ja, bis gleich. Bleibst du weg?
Der ist so süß. Nicht wundern, hier ist dieses Plastikding, unser Spuckschutz. Es ist auch ganz gut. Es funktioniert ganz gut damit, dass die Kunden schön davor stehen und man nicht, ja, und einem nicht zu nahe kommen und wir dem Kunden natürlich auch nicht zu nahe kommen. Und jetzt geht das los mit den E-Mails von der Schule. Also wir haben ja einen Viertklässler zu Hause und der muss ab, eigentlich sollte er ab heute wieder in die Schule, ab Montag. Dann wurde das ja alles wieder geändert, jetzt ab Donnerstag angeblich. Jetzt kam gerade wieder eine E-Mail, dass die Klassen in A, B, C und D einteilen und dann halt so einen Brief, wie man das, wie, also dass man die Viertklässler darauf vorbereiten soll, dass die 1,5 Meter Abstand zueinander halten sollen, dass die, die haben zwei Schulhöfe und die einen Gruppen dürfen nur auf dem Schulhof und die anderen Gruppen nur auf dem anderen Schulhof und wenn die vor dem Unterricht und vor der, bevor die Pause endet ist, bis sie wieder in die Klasse gehen, sind da so Kennzeichnungen, Markierungen auf dem Boden, wo die sich dann treffen sollen, also sammeln sollen die Kinder und die dürfen dann nicht alleine rein, weil die ja natürlich dann jedes Mal 30 Sekunden die Hände waschen sollen und sowas alles. Und das ist dann ja nur Donnerstag und Freitag, der Riesenaufwand für diese vierten Klassen, nur an unserer Schule, es ist ja dann halt überall. Und ab Montag, so wie ich das verstanden habe, sollen ja dann schon langsam alle Schulklassen wieder anfangen mit der Schule. Dann können die das gar nicht mehr teilen mit den Schulhöfen und A, B, C, D, wenn das für jede Klasse ist. Wie wollen die denn dann unterrichten? Und ja. Zeig mal die Lefzen. Zeig mal deine süßen Lefzen. Oh, wie du das genießt. Ja. Ja. Da ist er. Hallo, mein Baby. Ja, hallo. Große Freude. Und hast du alles bekommen? Nein? Was fehlt wieder? Zwiebeln. Frische Zwiebeln? Hatten wir da, aber da war eine am Schimmeln. Irgendwas war die so am Stinken, da habe ich gesagt, egal, nee. Wir haben noch einen ganzen Sack, ne? Ja, aber der ist ja schnell weg, immer so ein Sack. Ja, aber morgen nochmal gehen. Ja, auch noch im Keller, sag ich. Nicht das Geile? Okay. Nur das Billige, das schmeckt mir nicht. Aubergine, Zucchini, Möhren mit Grün. Paprika, Paranuss hat man nicht, Salat Eisberg, 1,20 Euro und klein. Okay. Sollen wir vielleicht auch bald aus dem Auto. Tofu wusste ich auch nicht. Aus dem Garten nehmen. Morgen war mir so kalt. Oder die letzten Tage. Und jetzt ist mir so warm. Ich habe mich ein bisschen ausgezogen. Wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Ich war doch nicht mehr bei Kick. Und in diesen Ökoladen wollte ich auch. Oh, weil wir brauchen Hefeflocken. Und die kriege ich nirgendwo außer in diesem Hefeladen. Ach, Hefeladen. Ökoladen. Wie heißt das denn? So ein Bioladen gehe ich immer und hole die. Und ja, da fahren wir morgen mit dem Bernd zusammen hin, denn ich wollte den Hund jetzt nicht im Auto lassen, weil es jetzt doch wärmer geworden ist. Ich räume jetzt eben die ganzen Einkäufe weg. Es ist hauptsächlich Obst und Gemüse und Bananen und so frisches Zeug. Und dann gehe ich mit Smurfy in den Garten, ja, ein bisschen werkeln. Gucken, was unser Salat macht, den wir ausgesät haben. Der wächst voll gut. Da können wir hoffentlich bald von ernten. Und ich melde mich gleich einfach wieder. Wir haben wieder so ein Wespennest im Garten. Da sieht man manchmal sogar, wie die drin arbeiten. Und das ist hier genau neben dem Schuppen. Das war letztes Jahr in dem Schuppen. Und dieses Jahr sind sie wenigstens hier nach außen gegangen. Weil letztes Jahr habe ich den Schuppen dann gar nicht mehr betreten, weil ich Angst hatte, dass die mich anfallen. Und wir hatten auch schon mal ein Erdhummelnest und da haben wir auch wieder eins. Das ist hier hinten diesmal. Hier hat Calvino ganz viel noch angepflanzt. Da bin ich gespannt, ob das kommt. Der hat hier Bohnen gemacht und Zuckererbsen und so. Und hier wollte ich gleich wieder durchhaken. Und hier habe ich extra markiert mit einem Stein. Dahinter ist ein Loch da und da sind die Hummeln drin.
Das hatte ich schon mal im Garten, so ein Hummelnest, Erdhummelnest. Und da habe ich mich total erschrocken. Ich kannte das gar nicht. Ich habe Unkraut gerupft und auf einmal war eine Hummel, zwei Hummeln, drei Hummeln, 12 Hummeln um mich rum. Und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, dass das Erdhummeln sind und die machen gar nichts. Man kann das einfach lassen, die sind gar nicht angriffslustig. Ich habe das dann gegoogelt und manche haben geschrieben, ja, man kann da flüssiges Beton oder so reinkippen. Das wollte ich nicht machen. Ich habe die einfach in Ruhe gelassen und die sind nur eine Saison da und dann sind die wieder weg. Und so war es dann auch. Und ja, so werde ich es jetzt da auch handhaben. Ich werde da einfach großräumig drumherum arbeiten und lasse die einfach die Erdhummeln, genauso wie die Wespen. Das Wespennest zerstört da überhaupt nicht. Ich lasse die in Ruhe. Irgendwo müssen die ja auch nisten. Und ich habe sogar gestern, weiß ich gar nicht, mit Bernd, haben wir so Insektenhotels gemacht. Ich zeige euch die gleich. Ich hatte nämlich schon vor längerer Zeit euch mal gefragt, ob ihr so Insektenhotels kennt, wo die auch wirklich reingehen, die Insekten. Denn ich kenne das, dass man die kauft oder auch selber macht und dann gehen die da nicht rein. Und deswegen wollte ich da nicht so viel aufwenden und dann gehen die da nicht rein, dann wäre ich traurig gewesen. Deswegen haben wir einfach einen alten Holzstamm genommen. Einmal den hier, der ist im Garten. Da muss ich hier nur noch die Ränder alle abmachen. Ich hatte nicht so ein Schleifding hier. Haben halt verschiedene Löcher da reingebohrt. Weil hier könnten die sich noch die Flügel dran verletzen und das wollen wir ja nicht. Jedenfalls haben wir da einfach verschieden große Löcher reingebohrt. Und auf dem Balkon haben wir auch ein. Das hier ist mit Muster. Einmal ein Herz und einmal Schnörkel. Der auf dem Balkon ist einfach kreuz und quer. Ja, so. Muss ich halt nochmal so ein Schleifding irgendwie holen, wenn wir im Baumarkt sind und das fertig machen. Und das war so ganz einfach zu machen. Einfach ein paar Löcher rein mit der Bohrmaschine. Und wenn die da nicht reingehen, dann ist es nicht so schlimm, als wenn ich da jetzt halt Geld investiert hätte oder ganz viel Zeit investiert hätte. Dann wäre ich echt traurig gewesen. Na, jetzt ist die Einstellung total doof, weil jetzt sieht man immer den Vogel im Hintergrund. Und ich werde unter jedem Video bestimmt Kommentare haben, dass es Tierquälerei ist, diesen Vogel da im Käfig zu haben. Ja, aber alle, die mich kennen oder die uns kennen, die wissen, was es mit Mucki auf sich hat. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Ich hatte euch erzählt von der Serie Outlander, die ich angefangen habe oder die wir angefangen haben, Bernd und ich, auf Netflix zu schauen. Und ich sage euch, diese Serie, die hat mich so gefesselt. Die spielt ja im 18. Jahrhundert. Und das ist so schön gemacht, dass, mein Gott, die hat mich wirklich so unglaublich gefesselt. Also wenn ich so jetzt spazieren gegangen bin die erste Zeit nach dieser Serie zum Beispiel und alte Bäume gesehen habe, dann habe ich immer so gedacht, oh, die haben da die Zeit mitbekommen, so was die alles schon erlebt haben, die Bäume. Und wenn ich Steine gesehen habe oder wir haben hier bei uns in der Stadt so Denkmäler für früher, für 1800 irgendwas, die zeige ich euch mal, wenn ich mal spazieren gehe, zeige ich euch die. Und in der Serie Outlander, da ist halt, da fasst die Frau den Stein an und dann reist sie halt 200 Jahre zurück in die Zeit. Und immer wenn ich diese Steine dann gesehen habe am Anfang, habe ich gedacht, also ich habe nicht gedacht, man reist dann durch die Zeit, aber ich habe halt immer wieder an diese Serie gedacht. Die hat mich so gefesselt. Ich habe immer diese schönen Kleider gesehen, also... Ach man, die hat mich total gefesselt. Das war echt schön. Und wenn ihr eine Serie sucht, die richtig packend ist, dann kann ich euch Outlander auf Netflix echt empfehlen. Es ist mittlerweile die 5. Staffel draußen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich hatte angefangen, die ganzen 4 Staffeln im Originalton nochmal zu schauen. Also das ist ja dann halt Englisch und Schottisch. Und die Schotten haben halt einen extremen Akzent. Und ich fand's halt, ich habe ja mal in England gelebt und ich fand es immer total toll, die so zu hören und so. Aber ich habe dann halt diese Serie angefangen im Originalton zu gucken, als ich mich gerade schon so ein bisschen entfesselt hatte und wieder ein normales Leben gelebt habe. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn du jetzt wieder anfängst, also ich habe so 3-4 Folgen geguckt, wenn du wieder anfängst, dann geht das von vorne los. Ich wollte die halt auch richtig
durchsuchten, die Serie. Also man konnte kaum ausschalten. Und ja, ich bin jetzt entsuchtet und werde warten mit der 5. Staffel. Die kann man kaufen auf Amazon Prime, glaube ich. Aber ich will die jetzt nicht kaufen, weil kennt ihr das? Wenn ihr Serien, die ersten Folgen, Staffeln sind super und dann die nächste Staffel ist so total disappointing, so weil, so, wie heißt denn das auf Deutsch? Enttäuschend, weil die nicht mehr so fesselnd ist wie die ersten und deswegen wollte ich jetzt nicht 25 € ausgeben, um mir die 5. Staffel zu holen und warte, bis sie dann auf Netflix oder so zu sehen ist, für gratis. Jetzt haben wir die nächste Serie angefangen und zwar Vikings. Die läuft auf Amazon Prime. Das sind 7 Staffeln und die ist auch richtig gut. Da haben wir allerdings erst 2-3 Folgen von geguckt. Aber ja, die schauen wir halt nachher zusammen weiter. Ja, nur für die, die auch so Seriensuchtis sind wie wir. Ja, ich würde den Vlog dann jetzt hier beenden, obwohl es erst, wie spät haben wir? 17.10 Uhr haben. Dann würde ich den direkt schneiden, bis der Bernd nach Hause kommt und hochladen. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Das wisst ihr, das macht jeder, der ein Video auf YouTube online stellt, sich darüber freuen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal. Tschüss!